Heute am Samstag, den 2. September, war in Erfurt die zweite Runde der Thüringer Mannschaftsmeisterschaften im Powerlifting. Ich habe es leider verpasst, Kniebeuge und Bankdrücken aufzuzeichnen. Als Kampfrichter hat man da halt nicht immer so viel Zeit. Und hier sind die Versuche 2 und 3 der Gruppe 2. Ich wünsche euch viel Spaß und verzeiht mir nochmal, dass ich es verpatzt habe, aber beim nächsten Mal werde ich mir Mühe geben. Viel Spaß euch! Ja, also.
Gnade und wir haben das frei. Jawohl. Schön nach oben, ne? Wir bleiben wieder bei 200 Kilo für Steffen Schörl. Vorbereitung an Bernd Schlediger und Alexander Mann. Das ist geladen. Und wir haben das frei gegeben. Jawohl. Ganz gerecht. Ebenfalls mit dem gleichen Leute Verwertung. Wir erhöhen auf 215 Kilogramm für Andreas, Alexander Papp und Christian von Hohen. Andi, das ist unser Lied. Andi ist geladen. Noch 170 Kilogramm.
für die Olympia in Vorbereitung der Nils Hörl und der Markus Hartl. Für den Schwerbedingverein Erfurt 2000er Baujahr. Da war der auch mal gerade. Alles klar, und wir haben uns alle gegeben. Und wir bleiben wirklich ganz gelassen. Alles klar, Hannes Eichmann. Okay.
bleiben bei 225 Kilo für Christian Biert. Und der Vorbereiter Alexander Fast ist der letzten drei Starter für den heutigen Wettkampftag. Und dann war's doch schon. So schmeckt es. Alles gerade? Alles heilige. Also. Gewinner, herzlichen Dank!